In dure Male Frankreich nunt zu de Burten von em grüßen Jam, gefind sich a Stut mit em Numen Bordeaux. Ot de stutige Bench geworden mit seie gitte Erdenfelder, in Takarim de Stut sind em Faran a Sachwangärtner, wo sin sei wachsen, scheine, in Geschmacke saftige Trauben, von de teuerst auf de Welt. De Menschen von de Stut quetschen aus de Trauben, im Machen von dem, Geschmacke in teiere Wahnen. In der Zeit, was in der Maas hat passiert, ich gewinne Aid mit dem Namen Gavriel Bernhard. Er gewinne von der größten Wahnsache in jener Stut. Neben der größten Tag, was hat gefließt in draußen von dem Stut, hat sich gefunden die größte Fabrik, was Gavriel hat gejarschen von seinem Futter. In der Fabrik haben gearbeitet hinderte Anwohner von Stut. Ungeheben von Kloben, die strenglich Trauben, was man da geschnitten von den Beimer. Bis du sein Anleigen an einer größeren Maschine, was wird geriefen an Press. Ja, wenn die Trauben sind, gewesen ausgespreit, hat man getreuten darauf mit Burwesefies. Der Saft, was ist ausgekommen von den Trauben, sind ein herangeflossen, aber sind die Grieb. Ja, von dort hat man es herangegossen in starke holzene Fässer. Was man hat weggelegt nach speziellen Kehler von einem größten Säucher. Und so ist es gelegen, bis es ist geworden frische, batante Wahn. Ein Tag bekommt Gavriela gewaltige, freiliche Psyre. Zu den Ohren von dem König von Frankreich, Louis der VI., hat der Greich den Namen von den gewaltigen Wahnen, was man produziert in Gavriels Fabrik. In ihrer geschicksalen Badine zu fuhren kam Bordeaux und kaufen eine Sachfässer von Gavriels Geschmack Wahn vor dem königlichen Palaz. Gavriel gewinnt sehr freilich von dem größten Bestellung von dem König allein. Er hat gewollt wasen seine übige Gegebenheit mit sich stellen, schnell und pinkelich, wo der König verlangt. Er gelaufen schnell zu alle Trauben, Sachen im Stut und auch gekauft von sei alle Trauben. Gavriel hat gedingen noch viel Arbeit ist und gelost bauen, noch ein Sach Holz in der Fässer von der Wahn. Endlich, noch Wochen für schwere Arbeit, sind in der Teile waren gelegenen ungefüllte Fässer, greit vor dem König. Und man ist geblieben nur mit der Aufgabe, verschicken die Fässer waren mit dem Schiff zum Königshauptstut, gleich zum Palaz. Die Tiere von dem Kehle, wie man gehalten der Wahn, hat sich gefunden, pickt gegen den Tag. Die Tür ist nicht gewähnt, sie groß. Und es ist gewähnt Platz, bloß für ein Pferd den Wogen heranfuhren. Gewöhnlich, wenn man fliegt darüber für den Wahn von der Kehle zu dem Schiff, fliegt ein Pferd mit der Wogen heranfuhren und mit der abgeludenen Fässer auf die Wegener und ist getrunken zum Burten. Aber jetzt, weil es gewähnt eine sehr große Bestellung mit so vielen Fässer, hat man gedacht um größere Wegener. Weil sie nehmen etliche Fässer auf Amur mit einem Pferd, weil sie können nehmen sehr lang. Und Gavriel hat gewollt, dass die Arbeit so sich rücken, was schneller. Um die Arbeit probiert heranzubringen zu den Kehlen, größere Wegener, wo sie kämpfen nehmen als Sachfässer auf Amur. Aber sie haben nicht mehr zu leicht gewesen, hat durchzustippen die größere Wegener, die kleinen Tieren. Gavriel gestanden vor Tracht neben dem Tier. Wer mit Amur ist er aufgesprungen mit der Schmeichel. Bring ein Hack! Hat er geschrien zu einer von seinen Arbeitern. Ich sehe die hohe Sohn. Sei stehren doch den Durchgang. Und halten ob die Wege von Kennen herangehen. Lass mir sie aufbrechen. In die Wege von Kennen durchfuhren. Gavriel, der Seucher, hat geendigt seine Wörter. Und gewinnt stolz mit seinem eigenen Anfall. Er tacke ihn mit einer Hack in der Hand heran. Und ungeheim brechen die größte Saal. Halt! Hört sich plötzlich ein Geschrei von einer von den Arbeitern. Gavriel hat sich aufgestellt und gekickt mit Neugier zu hören, was jene will sagen. Mein Haar! Hat der Arbeiter weitergesucht. Ich mein bloß da an Teufe. Kick! Die Seilen halten doch dem ganzen Binnen. Ob es die Dust zu brechen, wird sich der ganze Stock zusammenbrechen. Der ganze Binnen wird anfallen. Und dann werden alle Fässer geschädigt werden. Und es wird gut nicht bleiben von den Wahnen.
Die Schulden wird seiner so groß, als wir werden alles verlieren. Gabriel hat ein Kick getan auf der hohen Saalen. Er hat doch gerecht, trachtet sie sich. Noch ein Nest, er hat mich aufgestellt. Tomme wollte ich geben noch 2-3 Sätze mit dem Hammer. Wollte doch gut nicht geblieben, nicht von der Binnen und nicht von der Wahn. Gabriel hat gegeben ein Kisch, sein getreuer Arbeiter in der Hand, sogendig zu ihm. Ein Dank für dein Kliege Eizel in Farnsana, so getreu. Hast doch mich geraten mit von einer so größeren Schulden. Ich hab heute geklärt, als es wird sein geringer als euch. Aber nicht ziegelei kein Kopf über den möglichen Schulden. Lassen sich Tage benutzen mit den kleinen Wegener. Die Arbeiter haben Tage gefiede Feste mit kleineren Wegener. Was hat Tage genommen als Sache länger? In so ungeludendem Schiff. Wenn der König geht, die ganze Masse, hat er sich umgeriefen. Die Fässer sind nicht umgekommen so schnell. Aber wenn Gabriel wollte zerbrochen die Seilen von dem Keller, wollten sie keinem nicht umgekommen. Da lechubeni. Nun, teure Zadikel, wissen sollst du, als auf drei Seilen steht die Welt auf teure Avoiden gemilles Chassudem. Die Welt kann ich ungein und sei. Wir kennen ich herubrechende Seilen, was halten die Welt. Der Fahr liegt auf uns der Tafkit, als alle unsere Maßen sollen sein Kuschiff. Wir sollen halten die Welt mit unserem scheinen Schritt. Und so wird der Eibestand nur.